Hallo, ich bin Andreas und heute will ich euch mal ein paar Besonderheiten über den Stockbuster im Feld zeigen. Über diesen Einstellknopf von dem Ventil hier stelle ich den Luftdruck ein. Die Hauben werden so gefahren. Zum Anheben habe ich immer den vollen Betriebsdruck, ca. 8 bar vom Häcksler her, und vom das Runterlassen stelle ich halt über diese Uhr ein, dass ich da den Druck einstellen kann, je nachdem wie stark die Hauben auf dem Boden laufen soll. Gut, hier haben wir jetzt mit dem Stockbuster gearbeitet und wir haben mal den Druck komplett weggenommen, um zu zeigen, wie wichtig die richtige Einstellung des Luftdruckes ist. Und dann kann man schon sehen, dass zwar bis zum ersten Knoten der Stängel zerstört ist, aber unten der untere Knoten ist doch überall stehen geblieben. So, hier kann man gut sehen, hier war der Druck zu hoch eingestellt und dann fangen die Hauben Material an mitzuschleifen und aufzubauen und mitzuschlören. Deswegen sollte man immer den Druck auch nach den Bodenverhältnissen anpassen, ob ich jetzt Sandboden habe oder Lehmboden oder schweren Boden. Wichtig ist, dass man den anpasst. So, hier haben wir jetzt mit einem Betriebsdruck von 3,8 bar circa gefahren und jetzt kann man wirklich richtig schön sehen, die Hauben schieben nicht, die Hauben laufen schön über die Erde und die Stoppeln sind wirklich bis unten am Knoten defekt. Die sind alle sehr gut zerkleinert, so wie es sein soll. Um irgendwelche Arbeiten an den Stockbuster-Einheiten oder an den Luftschläuchen oder was auch immer durchzuführen, sollte ich immer hingehen, diesen Absperrhahn zumachen. So, dadurch ist die Anlage drucklos und ich kann überall, jetzt kann ich die Haube per Hand hin und her bewegen, ich kann dann alles öffnen, schließen, wie auch immer, und es kann nichts passieren. Es kann manchmal zu Materialabsammlungen kommen bei dem Stockbuster durch die Schläge, die das Material so ein bisschen wegschmeißen. Und gerade bei den mittleren beiden Einzugstrommeln obendrauf sollte man dann und wann mal den Dreck entfernen mit Druckluft oder vielleicht einem Hochdruckreiniger. An den äußeren Einzugsgetrieben fällt der Druck halt weg, der Dreck halt weg, wenn ich den zusammenklappe. Genauso zwischen den Hauben und überall für Dreckansammlungen vielleicht mal entfernen. Hier haben wir das Stockbuster-Fahrwerk und ich kann den Stockbuster-Mehrversatz ausschließlich nur mit dem Stockbuster-Fahrwerk benutzen. Ich kann nicht ein Standard-Fahrwerk von einem Mehrversatz nehmen, das funktioniert nicht, dann kriege ich das Fahrwerk nicht verriegelt. Neben den Standardeinstellungen, die Sie bei uns im Fahrwerkvideo finden oder entnehmen können, gibt es bei dem Stockbuster noch eine Besonderheit. Da gibt es eine Anzeige, um das Fahrwerk sicher anhängen zu können. Ich muss darauf achten beim Anhängen des Fahrwerks, dass diese beiden Spitzen genau gegenüberstehen und dann steht das Fahrwerk parallel und dann kann ich das Fahrwerk sicher anhängen. Also wichtig ist beim Anhängen jedes Mal darauf achten, dass diese beiden Spitzen übereinander stehen. So, wenn ich das Fahrwerk jetzt angegangen habe und der liegt unten richtig drin, in der Kuhle oder in der Verriegelung, dann kann ich das oben von der Kabine aus über diese Anzeigen sehen. Die sind dann rausgeschoben und dann weiß ich von oben, der Vorsatz oder das Fahrwerk sitzt richtig in der Verriegelung drin. In Fahrtrichtung rechts ist nur eine Anzeige, in Fahrtrichtung links ist auch nochmal eine Anzeige, aber mit dem Fahrwerkssensor mit eingebaut. So, wenn das Fahrwerk nicht angegangen ist oder nicht richtig angegangen ist, dann sieht das so aus mit der Anzeige. Ab jetzt bieten wir Pendelschlägel an, anstatt diese starren Schlägel. Bei dem Pendelschlägel habe ich halt den Vorteil, wenn ich dann wirklich mal Steine oder große Steine im Feld habe, dann können die Schlägel ausweichen, nach hinten hin ausweichen. Und ich habe halt beim Verschleißteil auswechseln, habe ich nur zwei separate Schlägel, die ich auswechseln kann, und der Grundkörper kann ich halt behalten. Und dadurch habe ich halt weniger Verschleißkosten. Jetzt zeige ich euch, wie man die Pendelschläge richtig montiert, weil es gibt einmal rechte und linke Schlägel.
Dafür demontieren wir jetzt diese starren Schlegel. Bevor ich diese Pendelschlegel montiere, sollte ich hingehen und unten den Flansch. Ich habe hier einmal ein L für links und einmal ein R für rechts stehen. Bei den Stockbuster-Getrieben ist das so. Ich habe immer vier linke Getriebe, also auf die linken Seite, die vier Getriebe sind linksdrehend und auf der rechten Seite sind viermal rechtsdrehende Getriebe. Und ich muss den Pendelschlegel auch da, also ich muss den linken natürlich auch an links anbauen. Und deswegen muss ich hier dieses linke Gewinde entweder mit Luft im Sauber machen oder einmal eben mit Gewindeschneider nachschneiden, dass das Gewinde sauber ist, bevor ich den Schlegel montiere. Jetzt setze ich einen Stift ein, 8x20, in diesen Gewindeloch rein und nehme dazu Loctite mittelfest, am besten 243. Mache ein bisschen vorne am Gewinde und sehe dann, weil es jetzt Fahrtrichtung links ist, den Gewindestift hier rein. Dann gehe ich hin und montiere den Schlegel. Ich nehme den linken Schlegel. Die Markierung links ist hier drauf. Ich muss aufpassen, dass diese Markierung in dieser Kerbe reinkommt. Ansonsten kann ich den sowieso gar nicht montieren. Ich stecke den Körper drauf, mache die Sechsrandschraube rein, die mitgeliefert wird bei den neuen Pendelschlägeln, und ziehe die Schraube mit 215 Newtonmeter fest. So, jetzt nehme ich den Schlegel, die Rundung nach unten, dass sie nach unten zum Boden zeigt. Dann habe ich diesen Halter, stecke hier die Büchse in den Schlegel. Das ist alle in dem Satz dabei. Die Schraube rein. Und dann stecke ich den schon mal hier drauf und schraube schon mal eine Seite an. So, jetzt habe ich die Schläge montiert. Und jetzt gehe ich hin und schraube alle drei Schrauben mit 215 Newtonmeter an. Wichtig ist halt, dass man den linken Körper auch an der linken Seite montiert und den rechten auch an der rechten Seite montiert. Weil ich habe hier Anschläge in diesem Halter drin. Und wenn ich jetzt die Drehrichtung habe, kann der Schlegel nach hinten ausweichen, wenn ich mal einen Kontakt habe mit Steinen. Wir bieten jetzt auch Heavy-Duty-Sägen an, die eine doppelte Lebensdauer haben, und die Zahnform ist geändert. Dadurch ist ein besserer Schnitt der Pflanzen gewährleistet, und die Sägen kann ich ganz normal über den Ersatzteilweg ordern.